Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Pressegespräch am 28. Februar hier in den schönen Räumen der Schweißfurt-Stiftung. Ich begrüße Dr. Jeet Liuzzi und freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend interviewen darf. Schönen guten Abend. Auch Ihnen schönen guten Abend. Das Thema ist ein sehr spannendes Thema. Ich darf vielleicht ein paar Sätze zu mir sagen. Mein Name ist Ursula Maria Lang. Ich bin Fachjournalistin für das Thema ganzheitlich Leben und beschäftige mich unter anderem auch mit ganzheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsperspektiven. In dem Zusammenhang ist mir Dr. Jeet Liuzzi aufgefallen. Ich habe auch bei ihm ein Seminar besucht und das, was er der Gesellschaft, den Menschen bietet, ist wirklich ein außergewöhnlicher Bereich und sicherlich Grund genug, heute Abend hier darüber zu sprechen. Ich möchte ein bisschen einführend ein paar Sätze zu Ihnen sagen. Die Gesellschaft steht ja im Moment ohne Zweifel in einer Krise. Die Krise wird, ich sag mal, in verschiedenen Bereichen deutlich. Zum Beispiel, wir haben sehr viele Arbeitslose. Auf der anderen Seite ist es aber so, das weiß ich selber als Firmeninhaberin auch, es gibt viele Firmen, die gute, qualifizierte Arbeitsplätze suchen. Und das, was im Grunde genommen am meisten vorhanden, aber am wenigsten genutzt wird, worüber wir heute Abend auch sprechen werden, ist das sogenannte Human Capital oder das Humankapital, die Ressourcen, die die Menschen in sich tragen. Herr Dr. Jeet Liuzzi hat sich sozusagen zur Lebensaufgabe gemacht, genau dieses menschliche Kapital aus den Tiefen hervorzuholen und insbesondere auch bei den Menschen, wo es da ist, durch eine Verbesserung oder eine neue Art der Kommunikation dieses Kapital, dieses Human Capital auch fruchtbar wirken zu lassen im Alltag, weil daran liegt es ja. Vielleicht können Sie uns aus Ihrer Sicht, Herr Liuzzi, mal ein paar Worte sagen, was ist für Sie das Human Capital oder das Humankapital der Menschen? Was für mich wichtig ist, ist, dass es wenig Hilfestellung gibt, wenn ich auf den Arbeitsmarkt mich orientieren möchte. Das, was schwierig ist, ist Orte und Institutionen zu finden, die mich unterstützen können in das, was meine Fähigkeiten sind. In der Arbeitswelt es ist oft schwierig, sich zu orientieren, und die meisten sind mit diesem Thema allein. Und die meisten haben Schwierigkeiten, innen die eigene innere Fähigkeiten zu entdecken, zu schulen und erfolgreich sie dann in die Arbeitswelt umzusetzen. Es ist sehr wichtig, dass neue Forschung betrieben wird, und das ist das, was ich tue. Eine Forschung, die uns Schulen, Arbeitsgruppen, Institutionen so ausrichtet, dass sie wirklich einzeln auf die Menschen eingehen können. Kann ich vielleicht, ist ein bisschen schwierig, weil wir jetzt nur ein Mikrofon haben, aber ich denke, wir kriegen es auch so hin. Darf ich das mal ein bisschen vertiefen? Gehen wir mal in eine ganz konkrete Situation. Nehmen wir eine Firma, die im Kreativsektor arbeitet, nehmen wir eine Werbeagentur oder ich sag mal, also ich komme ein bisschen aus der Ecke Journalismus, und dort sind ja, wie das allgemein in der Gesellschaft auch noch ist, hierarchische Strukturen. Das heißt, wir haben einen Chefredakteur zum Beispiel oder einen Chef der Firma, der meistens unter sehr viel Druck steht, und wir haben Mitarbeiter, die vielleicht gelebtes Potenzial gar nicht einbringen dürfen, weil der Chef ziemlich streng ist, weil der Chef einfach sagt, so wird's gemacht, ja, und gar nicht merkt, wie Potenzial ihm dadurch verloren geht. Also ganz konkret mal, er brütet über eine Idee, wie er jetzt diesen Werbeauftrag so gut über die Bühne bringt, und irgendeine Praktikantin, also gehen wir mal ganz extrem, traut sich nicht zu sagen, hier, ich habe die tolle Idee, weil sie ist ja nur kleine Praktikantin und er ist ja der große Chef, ja.
was ich bei Ihren Seminaren jetzt erlebt habe, war, dass Sie sozusagen zunächst mal die Menschen alle auf eine Ebene holen, ohne Wertung, ohne besser, ohne schlechter, um dann sozusagen aus den Menschen, also heraus in der Gemeinschaft, das Optimum zu finden. Also was ja dann letzten Endes für die Firma, für diese Auftragslage und dann auch für die also Erfolge dieses Chefs von einem großen Vorteil ist. Ja? Wie machen Sie das? Was passiert da bei Ihnen? Was die ersten Schritte, die ich einfach tue, wenn ich in den Raum gehe, einfach zu spüren, welche Menschen da sind und welche Kräfte und Fähigkeiten da sind, besonders die, die einfach nicht sich nicht zeigen können, dürfen oder wollen. Und in diese Arbeitskreise oder Besprechungen ist es möglich, die Struktur der Kommunikation innerhalb zum Beispiel einer Abteilung oder innerhalb einer Firma und zu sehen, wer Schätze, immense Schätze hat, die, wenn sie in kurzer Zeit entdeckt werden und zur Verfügung für die ganze Firma gestellt werden, zu einer immense Bereicherung des Arbeitsklimas und auch des Erfolges des Unternehmens. Das heißt, jeder hat Fähigkeiten, die oft natürlich von der Leitung, weil da immer Grenzen sind, nicht gesehen werden. Und durch eine gezielte Hilfe kann man für alle Mitarbeiter, die so in ihre Würde, in ihre Kraft, in ihre Stärke bringen. Darf ich da kurz einhaken? Wie sieht jetzt so eine konkrete Hilfe aus? Also was passiert dann in so einem Kreis, wenn Sie sagen, Sie fördern dann zum Beispiel bei den Mitarbeiterinnen, in Anführungszeichen, das ist bitte nicht falsch zu verstehen, niederen Ranges, dass die sich also entfalten und wiederum andererseits ist es so, dass dann beispielsweise ein Chef sagt, Mensch, ich freue mich, dass ich jetzt die Potenziale meines Teams überhaupt mal erst entdecke. Wie sieht das konkret aus, wenn Sie beispielsweise jetzt in Firmen arbeiten? Wenn ein Mitarbeiter, der auch wichtig ist in der Firma, übersehen wird und nicht geschätzt wird, passieren sehr schnell, entwickeln sich Mechanismen, die für das Arbeitsklima in der Firma schädlich sind. Dies nicht zu erkennen und nicht zu sehen, führt sehr schnell zu schwieriger Kommunikation innerhalb der Firma. Das gleich zu sehen, das gleich zu erkennen, das habe ich oft gemacht, es ist mir auch oft passiert zu sehen, in dieser Abteilung ist zum Beispiel Verkauf oder diese Seite einfach nicht stimmig, weil eine Person und deren Fähigkeiten nicht anerkannt worden ist. Innen natürlich passieren Mechanismen, die das unbewusst oder bewusst dann das Arbeitsklima boykottieren. Und das passiert. Und in dem Moment, wo sie aber aufgewertet werden, es ist nicht so, dass die dann mehr wollen, sondern es geht einfach um überhaupt sich das Wohlfühlen in dem Moment, wo ich meine Möglichkeiten sehe und mit einbringen kann. Und die sind nicht jetzt fachspezifisch für die Firma, es geht erstmal überhaupt darum, meine innere Fähigkeiten, dass die geschätzt und gesehen werden, dann egal was ich tue, diese Brücke schafft ganz andere Möglichkeiten, damit ich einfach in diesem Firma einfach gerne bin und dass ich einfach meinen Beitrag, egal wie es ist, von ganzem Herzen und von mir aus so gut wie möglich einfach leisten kann. Wie reagieren darauf Gruppen? Ich sage jetzt mal vielleicht Teams, in denen eher eine gespannte Atmosphäre ist, sagen wir mal so, also weil einfach der Arbeitsalltag auch eine andere Situation ist, als es beispielsweise in einem Freundeskreis ist. Wie läuft sowas ab? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie in so einer Gruppe Arbeit machen? Also ich möchte es mal ganz plakativ sagen, es sitzen sozusagen im Kreis oder wie die Hühner auf der Stange jetzt dieser gesamte, sagen wir mal, Führungsstab oder auch eine ganze Firma und jeder ist gespannt, was passiert denn da jetzt? Ja? Wie also entwickelt sich das dann innerhalb zum Beispiel so eines Tages, innerhalb eines Coachings, was Sie dann machen? Am Anfang ist immer eine sehr gespannte Stimmung, weil alles, was innerhalb der Firma nicht ausgesprochen wird und alles, was unter den Teppich gekehrt worden ist, nach 10 Minuten habe ich das gleich angesprochen. Und erstmal ist eine Weigerung, so Informationen zu geben oder mitzuarbeiten, überhaupt oft ein Schock.
Aber in dem Moment, wo einfach immer gesehen wird, dass das leicht geht und dass jeder absolut immens geschätzt wird und es geht nur um Aufwertung. Durch Aufwertung, das wird immer gerne angenommen, dann entwickelt sich nach einer Stunde circa, fängt man an zusammenzuarbeiten und es ist eine immense Freude, fast eine kindliche auch Freude zu sehen, wie jeder diese ungenutzte Fähigkeiten, wie die anderen sich freuen auch, wenn sie zur Verfügung gestellt werden, auch innerhalb des Betriebs, dass jeder eine fantastische Beratertätigkeit hat, die für die anderen Gold wert ist. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Sie öffnen einen kreativen Prozess, wo Sie sagen, nehmen wir mal an, wir haben ein Team von 7 oder 10 Leuten, wo man sagt, Mensch, der eine ist zum Beispiel eher der Kommunikator, der andere ist eher der Buchhalter, ja, was sich zwar schon zum Teil auch durch den Arbeitsplatz widerspiegelt, aber auch in einem Prozess kann es ja durchaus mal sein, dass man sagt, Mensch, der übernimmt den Part und der den Part und man freut sich über die verschiedenen Kreativitäten, packt die in einem neuen kreativen Prozess zusammen. Und unterm Strich kommt eine ganz neue, kreative, ja, bessere Leistung raus. Kann ich das so verstehen? Ja, oft, was viele haben Angst, dass wenn diese Arbeit geschieht, dass man dann rebelliert. Das passiert nicht. Weil und es ist auch oft nicht notwendig, dass die Stellen neu verändert oder neu besetzt werden, weil meistens kann man genau das Gleiche tun, nur mit einer andere innere Einstellung, mit einer anderen innere Kraft, die einfach zur Firma steht und nicht mehr bremst und einfach die Inhalte der Zusammenarbeit verstanden hat. Und wenn man diese 6, 8 oder 12 Stunden bei der Arbeit ist, alle freuen sich immens, so da sein zu dürfen, wie sie sind und so an den Reichtum beitragen zu können, für sich und für die Firma natürlich. Was ich noch gerne ansprechen würde, ich habe ja auch einige Unterlagen von Ihnen, Sie haben als einer Ihrer Arbeitsmethoden oder Arbeitsmittel Ihre Bilder. Vielleicht könnte jemand mal ein Bild zeigen, weiß nicht, ob jemand, oder holst du selber ein Bild? Genau. Diese Bilder, so wie ich es verstanden habe, sind sozusagen in eine bildhafte Form übertragene Energien. Ja? Das heißt, Sie kommen in einen Raum, Sie kommen in eine Situation, wie Sie das am Anfang schon geschildert haben, erfassen deren zum Beispiel jetzt kommunikative Blockaden, deren energetische Blockaden, wie auch immer, aber auch deren Potenzial. Und dann können Sie durch diese bildhafte Darstellung, so wie wir das ja auch vom Feng Shui her kennen, dort haben Bilder, Elemente ja auch Kraft, können Sie mit diesen Bildern in den Räumen mit den Menschen, die sich dort aufhalten, eine neue Energie schaffen. Wie können wir uns das verstehen? Also für viele ist das vielleicht ein ganz neuer Aspekt, eine neue Sichtweise. Ja, das Medium war oft Musik oder die Sprache oder im Allgemeinen Kunst. Mein Medium sind Farbzeichen und ich sage es mit Farbzeichen, mit Bilder. Am Anfang war ungewohnt, weil die meisten kennen einfach nur diese schönen, berühmten Bilder, die man einfach für viel Geld kaufen kann. Und dann, ich male Bilder für genau gezielt für den Mensch oder für die Räume und die haben eine Auswirkung, so wie jeder andere Medium in Kunst oder andere Wege, wo man einfach etwas mitteilen kann. Und ich sage das einfach mit Bildern. Das ist zum Beispiel ein Intuitionsbild. Und dieses Bild unterstützt individuell, das ist für eine Person gemalt und unterstützt individuell die Person an ihren Arbeitsplatz, die innere Intuition, die innere Führung, diese innere Informationen besser Kontakt aufzunehmen und zu verstehen und auch dann anzuwenden.
Kann man sowas messen? Ich sag mal so, es ist ja schon sehr mutig, hätte ich jetzt fast gesagt, das zu behaupten. Von den Menschen, die mit ihrer Arbeit zu tun haben, weiß ich, dass es wirkt. Ich meine, ich merke es bei mir auch. Ich habe ein Seminar gemacht, darum habe ich jetzt vielleicht ein bisschen Vorschuss gegenüber denen, die es zum ersten Mal hören. Aber gibt es Möglichkeiten, das auch zu messen? Was leicht zu messen ist, ist einfach die Bilder, die für Räume gemalt werden. Und ich habe viele, als ich angefangen habe, so in meiner Unschuld, in meinem Nichtwissen die Bilder zu malen, habe ich nach einem Jahr weltweit die besten Wissenschaftler kennengelernt, die das mitgekriegt haben, dass ich diese Bilder malen kann. Und die haben mich irgendwie dann geschult und mir alle Informationen gegeben, sind einfach mit 1000 mögliche Instrumente gekommen, um die Auswirkung auf das Umfeld und auf die Menschen einfach zu messen. Aber in den letzten 10 Jahren, was für mich ungewöhnlich war, ich hatte mich vorbereitet, alle Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, für die ich Bilder gemalt habe, für niemand war interessant, diese Informationen, die ich gesammelt hatte. Das hat mich gewundert, weil als Akademiker, wollte ich einfach alles belegen und beweisen. Und das Wesentliche ist, dass alle die Tausende von Menschen, für die ich meine Arbeit getan habe, und Institutionen, Institute, nur mit Vertrauen, sofort, wenn sie die Bilder gesehen haben, die haben gesehen, das ist für mich, und sofort ein immenses Vertrauen da war. Das hat mich jedes Mal, das war meine Ausbildung, ne, zu sehen, wie viel Vertrauen die Menschen einfach in kurzer Zeit aufbauen können. Ne. Ja, prima. Also ich würde jetzt sagen, aus Zeitgründen, dass wir das Pressegespräch jetzt ein bisschen abrunden. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Ich denke, dass die Gesellschaft wirklich so offen sein sollte, solche Methoden, wie sie Herr Dr. Gigliuzzi anbietet, zu prüfen. Vor allen Dingen mit Menschen zu sprechen, die das auch im Firmenprozess schon angewendet haben, die es erfahren haben, was sich dort verändert, was sich dort verbessert hat. Und ich kann Ihnen einfach nur wünschen, dass Sie in diesem Prozess, in dem wir jetzt stehen, diese positiven Impulse geben können, die wir alle, glaube ich, sehr dringend brauchen. Und möchte Ihnen jetzt an dieser Stelle einfach fürs Gespräch danken, Ihnen für Ihr Zuhören. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie noch konkrete Fragen haben, dann würde ich das nämlich noch gerne anschließen. Ja, hat noch jemand von Ihnen? Ich würde gerne fragen, wenn das jetzt eine, sagen wir mal, eine knochentrockene Firma ist, wie eine Bank, wo fängt man da an? Und angenommen, es ist eine Bank mit 600 Mitarbeitern, wie würden Sie diejenigen aussuchen, die am Anfang in Ihrem Kreis wären? Ja, ich habe nächsten Monat einen Auftrag bei einer Schweizer Bank. Und was ungewöhnlich ist, diese Firmen, wo die den Eindruck geben, dass sie auch trocken sind, die Kreativen, die sind einfach versteckt. Die sagen das nicht, aber das sind sehr kreative Leute, die für unsere auch Wirtschaft auch viel Gutes tun. Und die haben sofort nach dem ersten Gespräch immens viel Vertrauen, dass diese Arbeit in den Kunden, in den Beziehungen zu den Kunden, diese intuitive Fähigkeit auch wahrzunehmen, was wichtig ist, einfach für sie eine große Hilfestellung sein wird. Sie haben vorher angesprochen, dass Sie die Fähigkeiten der einzelnen Menschen entdecken oder in die Öffentlichkeit bringen wollen. Mich würde interessieren, wie Sie das tun. Ja, das Wie ist immer ein Problem, weil das tue ich immer intuitiv. Und in dem Moment, wo ich anfange, spüre ich einfach das, was möglich ist. Es ist einfach Lernen und Wahrnehmen ist eine Sache des Moments. Und in dem Moment spüre ich und spreche ich das auch an. Und was mich so hat entwickeln lassen, ist einfach die Resonanzfelder, dass jedes Mal ich das getan habe, egal wo, ob Europa oder USA, einfach die Resonanz immer immens war. Das ist das Wie. Ne? Und
deswegen, es ist immer einfach eine Erfahrung, da Erfahrungen zu sammeln. Ja, ich darf Sie noch mal ganz herzlich willkommen heißen heute Abend und ich möchte einfach damit beginnen zu fragen, auf allen Ihren Prospekten oder ja, öffentlichen Darstellungen steht drin Dr. Gigliuzzi, die intuitive Intelligenz. Wenn Sie das mal erläutern, was ist intuitive Intelligenz aus Ihrer Sicht? Ja, ich habe in meine ganze Uni-Laufbahn, alle meine Ausbildung, habe ich einfach gesehen, dass das, was wirklich verändert, das, was es ausmacht, das, was Intelligenz ist, einfach nicht ist die Information, die wir bekommen, sondern die Verarbeitung dieser Information, die wir bekommen. Und die Verarbeitung dieser Information geschieht in jedem, in sich. Jeder hat ein Filter innen, in dem die Verarbeitung und das Auswerten und die Anwendung diese eine Ausbildung die ich oder Information, die ich bekommen habe, das macht für mich diese intuitive Intelligenz. Es wird einfach zu oft mit Informationssysteme verwechselt. Eine Universitätsausbildung bedeutet nicht Intelligenz, wenn ich einen Kontakt mit meinem Inneren nicht habe oder nicht erfahre oder mich weigere, vom Rationalen im Herzen oder im Bauch oder in meine verschiedenen Zentren zu gehen. Deswegen, Intelligenz kommt nur von innen und das ist die ganze Wirtschaft oder in der ganzen Kultur kann man überall sehen, dass nur wer diese Kurve kriegt, in der Anwendung der eigenen Fähigkeiten einfach Erfolge hat. Denn alles, was die meisten Genie gemacht haben, das war vielleicht Zufall, wenn wir Leonardo da Vinci oder Edison oder alle Leute, die große Entdeckungen gemacht haben, das sind die, die einfach ein bisschen nach innen gehorcht haben und die Informationen bekommen haben, wie und was ich persönlich einfach zu sagen habe. Das gilt natürlich für alle Musiker und Maler. Und meine Erfahrung der letzten Jahre ist eigentlich, dass jeder Mensch sehr leicht das innere Genie, die innere Fähigkeiten, das innere in Kontakt mit sich immense Möglichkeiten hat und alle jeder einmalige Fähigkeiten hat und es ist sehr leicht, Kontakt damit aufzunehmen und dies anzuwenden und dies auch beruflich oder in der Kunst oder jeder anders. Und deswegen, ich schätze, ich freue mich, auch diese Forschung machen zu dürfen und zur Verfügung stellen zu dürfen, weil der Wunsch der meisten Menschen ist nicht, an erster Stelle eine Ausbildung zu bekommen, sondern die Verknüpfung der Ausbildung mit meiner inneren intuitiven Intelligenz. Nur dies ist das, was... Und die Arbeitswelt, wir wissen, dass alle haben nur meistens diesen Wunsch. Nicht 70% unzufrieden zu sein in der Arbeit, sondern ich arbeite und erfülle beim Arbeiten meinen Lebensplan. Und bin ich immer und darf ich und kann ich in meine Arbeit und in meinem Umfeld einfach so gut wie es möglich meine Intelligenz anwenden und nicht davon getrennt zu sein und Fremdsysteme und Fremdstrukturen anzuwenden, die ich nur dulden soll, weil ich sonst keine Arbeit mehr habe. Und im Moment überall, wo diese Vorträge sind, treffe ich Tausende von Leuten, die schon
diese Forschung machen, die sich Mühe machen, für uns einfach ein bisschen schöner und bequemer diese Forschung zu machen und zur Verfügung zu stellen. Ich möchte es mal so formulieren, dass ich spreche immer von Berufung im Gegensatz zum Beruf. Also gehen wir mal 50 Jahre zurück, da hat es geheißen, lern Metzger oder Bäcker, dann musst nicht verhungern. Und heute ist es so, dass immer mehr Menschen nach innen gehen, auch in jungen Jahren, und sagen, was ist denn eigentlich meine Berufung? Warum bin ich hier auf dieser Erde? Was habe ich dieser Erde zu bieten? Was habe ich ihr zu schenken? Oder wie kann ich mich hier also entfalten? Und da sind wir im Grunde genommen in dem Punkt, was Sie gesagt haben, nämlich, dass viele schon wissen, sie würden eigentlich gerne etwas tun, was ihrem Inneren, ihrer Berufung entspricht. Aber, und jetzt kommt der Punkt, die ganze Gesellschaft, die Schule, das oft auch das Elternhaus von Kindergarten angefangen, ja, prägt einen, das anzunehmen, was im Außen vorgegeben wird. Und der Mut, einem inneren Impuls zu folgen, zu sagen, Mensch, das spüre ich, das ist richtig und das mache ich. Ja, das haben nur sehr wenige. Und wie können Sie Menschen jetzt sozusagen durch Ihre Arbeit einen Weg öffnen und dadurch auch Bestärkung geben, diese Intuition wahrzunehmen und der auch Ausdruck zu geben? Also das ist dann wirklich die intuitive Intelligenz, weil ich dann nicht mit meinem Verstandesbewusstsein, sondern mit einem höheren Bewusstsein intuitiv für mein Leben oder für das Leben, für es intelligent bin. So habe ich es verstanden. Wie machen Sie das konkret? Viele oder alle haben die Erfahrung gemacht, dass sie als Kind oder immer einen bestimmten Wunsch gehabt haben. Und die wussten, dass dieser innere Wunsch, einfach diese Tätigkeit oder sich so zu äußern, einfach richtig ist. Und die Erfahrung dann, weil niemand oder wenige ausgebildet sind, diese Hilfestellungen zu geben, oft natürlich hat man dann dieses oder jener Beruf ausgeübt, aber immer mit dieser Bremse, dass ich nicht verstanden worden bin, dass ich nicht akzeptiert worden bin und immer mit diesem Gefühl, ich leiste dann nur 10% von meinen Fähigkeiten. Und meine Arbeit ist einfach überhaupt zu zeigen, dass das, was man gefühlt hatte, richtig war, gut war, sehr schön war. Jetzt ist es möglich, überhaupt sich das anzuschauen, dass jeder eine absolut in Verantwortung ist, dieses, was von innen kommt, die Information, die von innen kommt, das Gefühl, was man hat, einfach immer richtig war. Und immer, wenn wir nicht gehört haben, dass es okay war, okay, das habe ich keine Hilfe bekommen, das ist auch in Ordnung, aber jetzt dies zu sehen, dies zu erkennen und dies nochmal kurz zu fühlen und zu entdecken und anzuwenden, gibt sofort wieder die Lebenskraft, die Lebenslust, die, die verloren gegangen war, wieder zurück. Und das, was ich tue, kann ich dann genau das Gleiche tun, mit aber ein anderes inneres Gefühl, indem ich einfach wieder Mitschöpfer bin und nicht ein Anwender fremder Systeme, die einfach nur durch anwende und tue, was andere für mich vorbereitet haben. Dass kein Mensch ist richtig zufrieden, wenn dies geschieht. Ne? Alle wollen, dass ich, so wie ich bin, einfach mein zum Reichtum, zur Schönheit, zur Kultur, zu allen einfach dazu beitragen kann. Gehen wir noch mal ein bisschen in die Praxis. Was ich in deinem Seminar zum Beispiel erfahren habe, ich darf das jetzt einfach mal so aus meiner Erfahrung sagen, weil ich eben diese zwei Tage auch miterlebt habe. Es ist so, es kommt ein innerer Impuls, egal in welchem Bereich das ist. Nehmen wir an, also etwas, was ich tun will, etwas, was ich aufschreiben will oder wie auch immer. Es kommt ein innerer Impuls und der ist ganz schnell und meistens noch sehr leise. Und dann kommt sofort der Verstand und sagt, ach nein, kann doch gar nicht sein. Oder kommt, ich sage jetzt mal von innen heraus,
so schnell ein Zwiegespräch, dass dann der Verstand, der ja bei uns, also in den westlichen Kulturkreisen sehr dominiert, das sofort wieder so unterdrückt. Und bei mir ist zum Beispiel Folgendes passiert. Ich war im Seminar am ersten Tag, habe also gerade meine Kaffeepause beendet, lasse mich auf meinen Stuhl fallen und will den Dingen wieder folgen. Und dann kommt der G zu mir und sagt, Ursula, ich brauche jetzt deine Hilfe. Und stellt sich hin. Und ich darf es jetzt mal vormachen, weil das einfach so schön war, stellt sich einfach so hin. So, jetzt saß ich da und habe gedacht, was will er denn nu? Also für mich war es einfach so, ich wusste überhaupt gar nichts. Also ich war nur mit meiner Kaffeetasse beschäftigt, die ich unter den Stuhl stellen wollte und ja, wusste einfach nicht, was los ist. Und dann war es aber irgendwie so, durch deine Präsenz, und das vielleicht ein kleines bisschen ein Vorgeschmack auf das, was passiert, ging es auf einmal so, mein Verstand hat aufgehört und es hat dann einfach gehandelt. Und ich habe dann so das Gefühl gehabt, so, ich gehe jetzt hin, ich lege die Hände da und da auf, ich verbinde mich mit seiner Energie, mit seinem also Energiekörper, und dann hat es irgendetwas gemacht. Ich habe dann auch irgendwann, glaube ich, die Augen zugemacht. So, und auf einmal hatte ich das Gefühl, dass nichts mehr passiert, dann habe ich auch nichts mehr gemacht und habe dann so ganz zaghaft gefragt, ist das jetzt in Ordnung so? Und habe ich wieder hingesetzt. Ja, und dann hat der Jeet gefragt, Leute, was habt ihr gesehen? Und dann kamen halt verschiedene Äußerungen, das ist dann immer peinlich, wenn man über sich spricht, wie zum Beispiel jemand sagt, ja, das sah aus wie ein großer Engel. Tatsache war dann einfach eins, die hat es wohl sehr, sehr gut getan, und das, was ich wahrgenommen habe währenddessen, konntest du mir auch bestätigen, dass das so war. Warum ich das so aushole, ist eigentlich Folgendes. Das, was in deinen Seminaren passiert, ist, dass Menschen an Fähigkeiten in sich selber herangeführt werden, von denen sie durch die Gesellschaft oder die Erziehung, die wir haben, überhaupt normalerweise gar nicht rankommen. Also es kommt ein Impuls, aber der Verstand macht sofort Klack, Deckel drauf, zu. Ja? Das war jetzt meine Sicht, meine Wahrnehmung. Kannst du das so bestätigen? Passiert das bei den Menschen? Erstmal, dieses inneres Gefühl oder diese Intuition, viele arbeiten damit. Aber viele glauben, dass es nicht mehr gibt, ne? Dass das nicht mehr funktioniert. Und das stimmt nicht. Wir, alles, was wir tun, ob wir es wissen oder wollen oder nicht, das funktioniert nur so. Also wir handeln meistens immer intuitiv. Egal was wir sagen, egal was wir tun, was der andere spürt, ist nicht mein Verstand, sondern was da ist. Deswegen, das ist die Basis, es ist nichts Neues, es ist etwas, was alle anwenden, was alle kennen. Und was meine Arbeit ist, ist einfach Arbeitskreise, Werkstätte, so vorzubereiten, dass dies wieder gesehen wird und dass dies wieder geschätzt wird und dass man, was verloren gegangen war, wo man das Gefühl hatte, oh, ich bin allein damit, das ist, weil diese innere Intuition ist für jeden einmalig, kann man nicht sagen, das ist es. Für einen ist es so, für den anderen ist es anders. Deswegen, bei diesem verallgemeinern Wollen passiert immer, du spinnst, du hast, kann nicht sein, und alle Genie, alle, die für unsere Welt was geleistet haben, die haben diese Erfahrung gemacht. Aber die Leistungen haben sie gegeben, die sind später angenommen worden, in deren Leben sind sie immer ein bisschen dann drangsaliert worden. Ne? Und in dieser Zusammenhang, dieses Werkstatt einfach, dass man diese Erfahrung machen kann, ist für mich sehr leicht geworden. Und so viel ich weiß, ist auch eine Möglichkeit der Zusammenarbeit entstanden. Also die Idee, wie man zusammenarbeiten kann mit dieser Bekannte. Ne? Und dass, indem man einfach kurz, ich spüre, ich nehme wahr, was hier ist, ich gehe kurz mit meiner Intelligenz, ohne ich riskiere zu spüren, dann diese Türen geöffnet werden, der Wahrnehmung, und wo ich einfach dann die Schätze in mir entdecke und was ich mit den anderen für mich entdecken kann, was ich tun kann und welche Formen der Zusammenarbeit, wer mit mir zusammenpasst. Also was ich gern nochmal aufgreifen würde,
ist, dass du eben gesagt hast, das ist ja bei jedem anders. Tatsache ist die, dass ich oft erlebt habe, ich meine, ich habe einige Seminare gemacht, ich beschäftige mich mit dem Thema ganzheitlich Leben jetzt ungefähr seit 12 Jahren und so tastet man sich halt langsam also heran. Und meistens war es bei mir dann so in Seminaren, dass ich nachher also gedacht habe, oh Gott, bist du so weit, bist du 70 oder sowas. Ja? Also das war irgendwie so ein bisschen Guru und ich das kleine Schäfchen oder wie auch immer, bin froh, dass ich hierher gekommen bin, also nicht zu dir, sondern dann zu diesem Seminar, aber dachte mir, oh Gott, bis ich das mal geschafft habe. Der Unterschied, den ich sofort festgestellt habe, auch im ersten längeren Gespräch mit dir, du weißt noch, du riefst mich an einem Abend, wo ich total fertig bin, ich bin also alleinerziehend und deswegen habe ich also einiges um die Ohren und habe gedacht, hoffentlich ruft jetzt niemand mehr an und dann rief der Jeet an. Und ich habe dann erst gedacht, also den wirkst du sofort ab, das Gespräch war dann über 60 Minuten und es war einfach so, ich hatte nachher Kraft, aber nicht deine Kraft, sondern meine. Und was ich einfach ganz, ganz wichtig finde, das habe ich auch in einem Interview von dir gesehen, was in Klagenfurt gemacht wurde, da hast du gesagt, diesen Zugang zur intuitiven Intelligenz, zu seiner intuitiven Intelligenz, das kann jeder. Nur bei den meisten ist es so, die halt verstandesbetont sind, die brauchen dann erst ein Glas Wein und einen Abend, wenn sie sagen, so jetzt legen wir das Geschäft mal hin und setzen sich dann zu einem Glas Wein, dann erst kommt das Kreative. Ja, und daher die Frage, wie kannst du durch deine Arbeit das bei den Leuten bestärken? Wie kannst du es bei den Leuten wirklich rausholen? Ja, meine Gründe, warum ich auch die Seminare angefangen habe, ist einfach für mich, der Grund war, Freunde zu haben und Weiterbildung. Also meine Möglichkeiten zu erweitern. In dem Moment, wo ich gesehen habe, dass so wie für viele andere Menschen, wenn sie diesen intuitiven Weg gehen, sich immens viel entwickelt, innerhalb 3-4 Jahren war ich um die Welt und meine Arbeit war sehr erfolgreich, habe ich die schönsten Menschen kennengelernt, die für mich wichtig waren. Und dann habe ich gesehen, das funktioniert. Und in dem Moment, wo ich das weitergebe oder andere Freunde ermutige, so hat es alles angefangen, dann habe ich ein paar mehr Leute, die sich trauen, einfach erfolgreich, so wirklich das zu tun, was der eigene innere Natur entspricht. Und weil eben viele immer, wenn ich rumgereist bin, die haben mir zum Schluss nach Mitternacht erzählt, was sie eigentlich machen wollen. Ne? Mensch, das funktioniert. Ne? Und deswegen habe ich einfach diese Werkstätte, diese Freundeskreise einfach so angefangen, dass in dem Moment, wo dieser Freund oder dieser Bekannter in seine Kraft geht, bin ich natürlich auch gestärkt. Also jeder, der immer mehr von sich aus arbeitet, bin ich weniger allein im Zusammenspiel. Und dadurch, dass andere Menschen, immer mehr Menschen so gearbeitet haben, und jetzt habe ich Hunderte, Tausende kennengelernt, fühle ich mich besser und habe ich viele Freunde, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Und immer wenn große Projekte da sind, weiß ich, wer Profi dafür ist, und kann ich in kurzer Zeit europaweit Team zusammenstellen, die für ein bestimmtes Projekt top sind. So, jeder seine Fähigkeiten und jeder von sich aus kann immens vieles bewirken. Und auch die Realität, dass auf diese Art braucht man oft 10 Minuten, 3-4 Stunden, was sonst mit anderen vergleichenden wissenschaftlichen Methoden 6 Monate oder ein paar Jahre oder was weiß ich länger brauchen würde. Für mich geht es einfach um Lebenskunst und Lebenslust, einfach alles ein bisschen leichter zu machen. Und das hat es bei mir bewirkt und mit allen Freunden, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Ich lehre nichts, ich bringe nichts bei, ich bereite nur
ein Feld, ich kann nichts besser als jemand anderen, sondern jeder ist und hat und in kurzer Zeit, wenn es freigegeben wird, wenn es passiert auch, jeder kann so in seine Kraft kommen und sofort zur Verfügung stellen, auch für mich, auch für das, was ich brauche. Und in dieser Atmosphäre entwickeln sich so viele neue Projekte, könnte ich viele erzählen, und habe ich einfach mehr Freunde. Und das ist der Grund, warum ich einfach gerne, so wie jetzt heute Abend auch, diese Arbeit darstelle, ne? Und gerne rumerzähle. Ich habe Freude damit und freue mich, je mehr wir in unsere Kraft kommen, desto mehr Freunde und weniger Fremdbestimmung da ist. Weniger sich unwohl fühlen. Weil für viele ist das das Wichtigste. Wenn ich was tue, dann möchte ich das mit mir zusammentun. Ne? Es ist ganz spannend für mich zu spüren, dass du immer in deiner Antwort auf die vorherige Frage mir schon die Stichworte lieferst, die ich eigentlich in der nächsten Frage stellen wollte. Insofern jetzt dann eine Frage, die darauf hingeht. Du sprichst davon, dass das Ganze natürlich auch ein Prozess ist. Das heißt, du machst diese Kreise, wenn jemand zum Beispiel ein Seminar gemacht hat, es ist tatsächlich so, wenn man einen Zugang dazu hat, dann geht es auch darum, das weiterzuentwickeln. Klar, das ist wie bei einem Klavierspieler, einem Pianisten, der vielleicht eine Grundbegabung entdeckt. In diesem Fall die Grundbegabung zur Intuition hat jeder von uns. Und das dann weiterzuentwickeln. Und dafür machst du dann auch Kreise, Arbeitskreise, in denen sich die Menschen gegenseitig auch unterstützen, woraus dann neue Projekte also entstehen. Was für mich allerdings im Alltag jetzt etwas ist, und dazu möchte ich dich jetzt konkret befragen, wäre dies, also jeder Mensch kennt das, ich habe was entdeckt bei mir, ich habe was entwickelt und dann kommt plötzlich der Knaller und es fällt wieder alles zusammen. Es fällt wieder alles um, ich habe Zweifel, ich denke, das habe ich mir nur eingebildet und jetzt, wo ich es brauche, kann ich es überhaupt nicht. Ja? Wie war das bei dir am Anfang, also als du das sozusagen entdeckt hast? Das war ja wahrscheinlich auch nicht ein Paukenschlag und bums, warst du geboren in dieser Fähigkeit. Und damit verbunden die Frage, was kannst du Menschen raten, was kannst du Menschen mitgeben, wie sie auch mit diesem Prozess des immer wieder Neufindens kreativ umgehen? Ja, oft es ist einfach nicht klar, was ich tun soll, was einfach von innen kommt. Und für mich war das auch, ich hatte immer viele Leute um mich, so immer Forschungsprojekte mit Theater, mit Kunst, mit Therapie, und deswegen am Anfang habe ich immer 20-fache Bestätigung gebraucht für alles, was ich gemacht habe. Das war sehr schwierig, das war das Schwierigste. Ich weiß, meine Arbeit ist gut, die besten Leute der Welt fragen mich, ne? Und trotzdem brauchte ich ständig Bestätigung, Bestätigung, Bestätigung. Sonst hätte ich das gleich aufgegeben, ne? Meine Arbeit mit den Bildern. Und deswegen habe ich gesagt, dass diese Hilfestellung in Arbeitsgruppen oder Arbeitskreisen sehr wichtig ist. Und die Hauptarbeit ist nicht die eigentliche Fähigkeit zu entdecken, weil das ist, viele wissen das schon, ne? Ist einfach das Vertrauen zu stärken und in Resonanz zu gehen und dass die anderen das 10-mal, 20-mal, 100-mal sagen, das war dein Gefühl, was richtig, um zu kompensieren, die anderen 10.000, die gesagt haben, du spinnst, du spinnst, du spinnst, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, weil die von deren Wahrnehmung gegangen sind. Immer wenn jemand was hat, ich denke an meine und sage, das stimmt nicht. Für mich stimmt nicht. Ich habe mich nie gefragt, man fragt sich nie, ob es für den anderen auch stimmt. Und dieses Projizieren auf die anderen ist oft das große Problem. Ne? Und deswegen habe ich auch jetzt am Montag fängt auch ein Anwendungstraining, wo 10, 15 Personen eine Person trainieren, zum Beispiel ist diese Fähigkeit, und
eine Person wird trainiert in der Praxis oder in seinem Institut oder in seinem Betrieb, wie diese am Anfang ungewohnte, komische innere Fähigkeiten sofort umzusetzen. Und das ist meistens nicht so schwierig. Die großen Probleme sind immer das Vertrauen und dann das Üben eines Systems, wie ich diese innere Möglichkeiten einfach die Brücke, die Sprache, wie ich das erzählen kann und wie ich das reell anwenden kann. Aber da in den Seminaren einfach sehr kreative Leute auch kommen, habe ich schon eben 1000 Beispiele, wie das sofort umgesetzt worden ist. Ne? Viel auch in der Modebranche oder viel auch im kreativen Bereich oder viel auch für diese Institute, auch in pädagogischen Bereich. Und ja, habe ich so viel Erfahrung gesammelt. Und ich kann immer Informationen geben, wer was eine bestimmte innere Fähigkeit hat und mit wem könnte man zusammenarbeiten. Es sind schon viele Arbeitsgruppen, aber auch Firmen entstanden, ohne dass ich es weiß. Und für mich ist die erste Erfahrung in den Seminaren ist eben die Erfahrung des Kreises. So, jeder, so wie in einer Firma, jeder einigermaßen zu Hause fühlen zu lassen und spüren zu lassen, dass jeder kann, jeder hat. Man braucht niemand, der jemand was sagt, sondern die Welt funktioniert nur, wenn jeder sich einschaltet und gibt, was er hat. Und für mich das Ganze, im ganzen Therapiebereich habe ich auch gesehen, es gibt eigentlich nichts für den anderen zu tun, es gibt nichts zu heilen. In dem Moment, wo ich meine Lust zu leben und kreativ zu sein eingeschaltet habe, dann kann man mit Heilen anfangen. Vorher bringt das nicht viel. Deswegen meine absolute Priorität, um etwas Schönes für sich zu tun, zu schauen, wie und was habe ich zu geben. Wenn ich diese Entscheidung getroffen habe und das auch anwende, dann um mich herum wird sich alles mit der Zeit auflösen und besser fühlen und erfahre immens viel Unterstützung. Was für mich auch ungewöhnlich war, so viel Unterstützung, weil die Leute spüren das. Auch man denkt, aber man spürt, die Körper, die Seele spürt, oh, dieser Mensch ist zu Hause oder kann etwas für mich tun oder es ist eine schöne Begegnung. Und das in alle Bereiche, weil die meisten sind nicht so sehr im Verstand. Alle handeln schon intuitiv, auch wenn man das nicht wahrhat. Alle spüren. Ja, ich denke mir, dass zu diesem Komplex, was wir jetzt besprochen haben, also ich habe es gerade auch wieder selber ganz tolle Impulse bekommen, wahrscheinlich die meisten Publikumsfragen nachher noch sind. Um das aber abzurunden, würde ich gerne jetzt noch eingehen auf deine Farbbilder. Das ist so, du setzt diese Farbbilder ein und zwar sowohl singulär als auch in diesen Prozessen. Und was ich gelesen habe, ich habe da selber noch nicht so viel Erfahrung mit, ist das, dass du sagst, es gibt bei allem, ich sage jetzt mal, Entdecken von eigener Intuition, von auch Leben dessen, was man gerne von innen heraus leben will, gibt es auch einfach Fremdeinflüsse, denen ich ausgesetzt bin, die mich einfach in meinem Handeln, in meinem Sein blockieren oder einschränken. Das können jetzt sein, also energetische Störzonen, das können auch sein Fremdenergien, also energetischer Art, ist jetzt doppelt gemoppelt, die ich einfach nicht orten kann, die aber vorhanden sind. Und du machst jetzt, wir kennen das vielleicht ein bisschen aus dem Feng Shui her, diese Farbzeichen, die in Räumen, wo sich Menschen aufhalten, für die Raumenergie, aber auch für die Energie des oder der Menschen, sozusagen eine Heilung, eine Harmonisierung bewirken. Wie geht das vonstatten? Wie kann man sich das vorstellen? Und wie entstehen die Bilder? Es hat für mich so angefangen, dass ich einfach mit den Farbzeichen Räume wieder harmonisieren kann, wo es eigentlich nicht mehr möglich wäre, nach alle möglichen Wissenschaften. Und so hat es einfach angefangen. So bin ich gleich eingeladen worden in das größte Institut der Welt, das Kinesiologische in Kirzarten,
und durfte ich die Räume mit Bildern, die Räume so harmonisieren, weil da hatten schon 300 Leute versucht, mit immens vielen Kosten. Und für mich war klar, ich spüre die Energien, die da sind, ich reinige alte Geschichten und da sind immer 3-4 Seminare täglich, gleichzeitig Weltseminare. Und alle wussten im Raum, einige haben mich gekannt, wo ich gerade was gemacht habe, also die auch Freunde, die. Und ich konnte einfach innerhalb 3 Tage einen Riesenkomplex so harmonisieren, dass seitdem, es sind jetzt 7, 8 Jahren, einfach alle Seminare störungsfrei laufen, alles was da an energetische, weil da wird einfach viel mit Feinenergien gearbeitet. Wir gehen jetzt auf die feinere Ebene, nicht nur die materielle. Alle Ausbildungen beschäftigen sich jetzt damit. Und habe ich einfach, so hat es für mich auch angefangen und so bin ich einfach dann weitergereicht worden. Und wesentlich ist einfach, und ich bin dafür der Profi, das ist meine Arbeit, ne? Wo ich ohne etwas gelernt zu haben, alles was ich gemacht habe, ohne Ausbildung, ohne, ich wusste nicht, was ich tue am Anfang. Ich habe einfach gespürt, das kann ich, das mache ich. Und mit Unterstützung meiner Freunde bin ich einfach in kurzer Zeit der Weltprofi geworden. Und das meine ich, jeder von uns hat eine fertige, schon von Jahrtausenden Fähigkeit. Und das ist vom Anfang an diese Human Capital. Und ich habe das schon 100-fach schon gesehen, wenn jemand diese innere Fähigkeit bereit ist und entdeckt, dann ist er sofort gemachter Profi. Man sagt oft angeborene Fähigkeiten. Jeder hat diese angeborene Fähigkeit. Und meine Arbeit ist, soweit wie es erlaubt ist, wie möglich ist, soweit die Person auch bereit ist, dies zu sehen, zu schulen, anzuerkennen und auch zur Anwendung zu helfen, jeder Hilfestellung zu geben durch die Zusammenarbeit, die jeder braucht. Also jeder Weltprofi. Ne? Und dass jeder im Dienst der anderen so sein kann, dass er das Beste von sich gibt, so wie ich jetzt einfach versuche auch zu tun. Ne? Ich würde gerne nochmal eingehen auf die Bilder, auf die Farbsymbole. Ich habe mich ja ein kleines bisschen vorbereitet heute auf den Tag und habe in einem Interview etwas sehr Schönes gelesen oder gehört, besser gesagt. Der Jeet hatte gesagt, durch die Bilder verbindet er Erde und Intuition mit dem Wirken der Unendlichkeit. Und das fand ich einfach, also ich habe da nur noch Gänsehaut bekommen. Erde ist sozusagen die Materie, Intuition ist das, was uns sozusagen zur Verfügung steht, die Verbindung nach oben mit dem Wirken der Unendlichkeit sozusagen, wie ich das verstanden habe, dem Schöpfergeist, Geist, der uns dann auch unendlich zur Verfügung steht. Ich sag mal, das ist natürlich grandios, wenn ich durch ein solches Bild darin in meinem täglichen Tun oder Sein auch noch eine Unterstützung also erfahre. Kannst du das noch ein bisschen erklären, ein bisschen den Hintergrund, wie diese Bilder entstehen, vor allen Dingen individuell? Also wenn ich sie zum Beispiel jetzt für meinen Raum wollte oder jeder von Ihnen für seinen Bereich. Ja, das Wesentliche ist das mit den Bildern, dass das meine Arbeit ist, meine Fähigkeit und dass ich mich, wenn ich diese Arbeit tue, mich nicht einmische, nichts verändern will, nichts bewirken will, nichts manipulieren will, sondern ich erlaube einfach, ich fange an, wenn ich weiß, wofür und für wen oder für welchen Ort ich ein Bild malen soll, und lass mich einfach führen. Ne? Und das ist meine Stärke, mich nicht einzumischen und einfach das zu tun, einfach natürlich mich zu pflegen, zu schauen. Ich habe immer viele Freunde, die für mich schauen können und das ist meine Kraft. Und dadurch entstehen die Farbsymbole, die eine Auswirkung haben und die auch für den Betreffenden, das ist ein Logo zum Beispiel, und
Und das sind Symbole, die eine Auswirkung, eine Hilfestellung für die, die natürlich auch mitgehen, für Jahrzehnte haben und die einfach begleiten für die inneren Prozesse, natürlich nicht für das, was man will, sondern für das, was einem gut tut. So verstehe ich das immer. Es geschieht. Genau, es geschieht und ich kann schon tausende von E-Mails oder Berichte oder alles, was ich einfach als Resonanz einfach immer bekommen habe. Es ist eine Begleitung und das Wesentliche ist, dass ich mich nicht eingemischt habe, die sind sehr stark und das ist einfach meine Arbeit. Und kann ich oft einfach auch nicht so viel erzählen. Ich weiß es nicht, was die bedeuten, ich weiß es nicht, wofür sie sind. Ich weiß nur, dass wenn ich meine Arbeit getan habe, für die Leute, die das brauchen natürlich, für viele ist es nicht. Wenn jemand das braucht, fühlt es und spürt es und ruft an oder fragt. Und für die Leute, für die ich das getan habe, die Resonanz einfach immer immens war. Die Prozesse, die da in Gang einfach gesetzt worden sind, weil ich mich eben nicht einmische. Mhm. Da vielleicht ein kleiner Nachtrag. Ich mache zurzeit einen kleinen Fernsehbericht zu einem Thema des Forums für Metakommunikation. Und da habe ich heute die Unterlagen bekommen und ich mache die auf und denke, das kennst du doch. Und dieser Mann, der Bernd Isert, der hat sozusagen, ich weiß nicht, wie lang das her ist, also wann er von dir das bekommen hat, vier Jahre, okay, hat er das Zeichen bekommen und hat es jetzt sozusagen auf allen seinen Unterlagen. Und was ich nur einfach festgestellt hatte, war, was nicht immer so ist, dass ich mit diesem Mann vom ersten Moment an eine unheimlich klare Kommunikation hatte. Also das lief einfach so auf dieser Herzensebene, wo man nicht mehr um heißen Brei rumreden muss. Und also es war einfach für mich faszinierend. Also so kann das auch sein, dass das dann einfach eine Firma in ihrem gesamten Prozess, er ist auch weltweit aktiv, genau wie du, einfach begleitet. So geht dieses Logo dann sozusagen durch die Nationen. Also das wollte ich nur einfach noch ergänzend sagen. Es war ganz spannend heute. Und nachdem Sie sicherlich auch viele Fragen haben, hätte ich jetzt noch eine abschließende Frage, die mich persönlich auch berührt, betrifft und wo ich eine starke Resonanz gespürt habe. Ich habe in diesem Interview aus Klagenfurt, hat jemand die Frage gestellt, Herr Jeet oder Dr. Jeet Liuzzi, was ist Ihre Vision auf Erden und damit verbunden auch Ihre Lebensaufgabe? Und dort hast du oder haben Sie eine sehr einfache Antwort gegeben oder eine sehr zusammenfassende, dass dein Ziel ist, eine Unterstützung zu geben zur Entwicklung einer neuen Erdkultur. Und ich denke mir, dass also alle, die hier sitzen, sich mit diesem Thema auch schon beschäftigt haben und dass wir alle wissen, spüren, fühlen. Und da ist unsere Intuition, glaube ich, schon sehr stark, also allgemein, dass so wie momentan die Gesellschaft, die Wirtschaft oder wie auch immer funktioniert oder besser gesagt nicht mehr funktioniert, wir uns einfach also in der Sackgasse befinden. Und dass, wenn wir von einer neuen Erdkultur sprechen, wir auch einfach neue oder vielleicht dann sogar alte, also auf altes Wissen zurückgreifen dürfen, können oder auch müssen. Und einer der größten Probleme, auch in der Wissenschaft, alles wird geforscht, um sich über die Natur oder über das, was normal ist, ist einfach zu stellen und alles manipulieren zu wollen, mit dem Gefühl, ich bin größer oder ich bin stärker als das Gegebene. Und meine Vision ist einfach nicht, das immer weniger zu wissen, dass man nicht die Macht hat. Und was macht man mit dieser Macht? Wozu das? Manipulieren zu wollen oder andere Menschen beeinflussen zu wollen, weil das macht keinen Spaß. Das bringt nichts und das macht sehr arm. Gut, deswegen sich mit den Gedanken zu versöhnen ein bisschen, dass ich nicht weiß, was in den nächsten Sekunden passiert, öffnet die Türen zu meiner Intuition. Es ist sehr leicht zu manipulieren, zu Denksysteme zu verbreiten, die Menschen so in Schach haben und weder der in Schach hält, der sich in Schach halten lässt, sind beide arm.
Niemand hat Spaß. Das heißt, ein bisschen weniger Fremdsysteme, Fremdenergien, ein bisschen mehr zu Hause, ein bisschen mehr das, wofür wir eigentlich geboren sind, ein bisschen einfacher. Das ist, was für mich wirklich, für uns alle verstehen das und für uns alle einfach, für mich ist eben nicht meine Vision, ich denke, das ist die Vision von allen. Nur ich möchte darauf aufmerksam machen, dass die meisten Denksysteme, Handelssysteme, alle mit einem riesen Aufwand der Beeinflussung, der Bevormundung, der Unwürdigkeit, und wir merken das oft nicht. Und deswegen ein bisschen anfangen, wenn ich ein bisschen, ich bin in Luxemburg für Pädagogikkongress einfach eingeladen worden, da etwas zu tun. Es gibt im Moment keine Alternative zu diesen Systemen. Und ich lade alle Leute ein, dies einfach zu tun. Weil zu dem jetzigen Schulsystem, wenn es keine Forscher gibt, nichts Neues gibt, es ist gut so, wie es ist. Solange es niemand was Schöneres, Besseres, was wirklich funktioniert, auch ein bisschen entwickelt hat. Und das ist die Einladung. Man kann nicht ein System, was funktioniert, mit einem neuen System ersetzen, der auch ein System ist. Und deswegen, das Altbewährtes ist immer besser. Nur auf diese Art, so für alle Menschen, die den Mut haben, diese Forschung oder ja, mitzumachen oder zu helfen, die können einfach einen guten Beitrag. Erstmal für sich, weil, wie gesagt, ich tue alles für mich, ich gewinne Freunde, mir geht es besser und ich lebe mein Leben besser, indem ich einfach tun darf, was mich einfach, wo ich das Gefühl habe, das ist für mich. Ne? Und dies einfach zu erkennen, dass man zu Hause zu sein, es ist wirklich schön, es ist ein schönes Gefühl. Und auch, was mich oft manipuliert oder was mich oft fremdbestimmt, in wie viele Systeme, Denksysteme ich einfach bin, die nicht meine sind. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Ich denke, dass die Gesellschaft wirklich so offen sein sollte, solche Methoden, wie sie Herr Dr. Giglioz sie anbietet, zu prüfen. Vor allen Dingen mit Menschen zu sprechen, die das auch im Firmenprozess schon angewendet haben, die es erfahren haben, was sich dort verändert, was sich dort verbessert hat. Und ja, ich kann Ihnen einfach nur wünschen, dass Sie in diesem Prozess, in dem wir jetzt stehen, diese positiven Impulse geben können, die wir alle, glaube ich, sehr dringend brauchen. Und möchte Ihnen jetzt an dieser Stelle einfach fürs Gespräch danken. Thank you.